Servus, liebe Freunde. Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Wir haben erstmal die Strohablage eingeschaltet. Da ist mir doch in der letzten Folge tatsächlich das Wort nicht eingefallen. Das ist ja richtig sowas von und überhaupt, ne? So, für Strohablage brauchen wir aber noch was. Nämlich, wir brauchen auch den Ladewagen. Dafür sollte ich vorzugsweise in die richtige Richtung gehen. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Wir haben hier den dicken Fortis. Den brauchen wir natürlich gleich zum Abtanken. Oh, der Raps blüht auch schon. Oh, da freue ich mich schon drauf. Das gibt Kohle. Lalala. So. Einmal hier den Knaben schon mal hoch zu Freund Sampo. Denn, ja, Gerste geht ja ziemlich schnell. Hat das zweithöchste Ertragsvolumen. Und dann brauchen wir nur einen Traktor, mit dem wir gleich entsprechend noch ein bisschen Ladewagen ziehen. Ich denke mal, das könnten wir dann ganz gut mit dem Seetraktor machen, mit der Seemaschine. Also mit dem Traktor der Seemaschine. So rum. denn den brauchen wir im Moment eh noch nicht. Das heißt, wir gucken mal gerade, den haben wir ja hier unten abgestellt, genau. Kuppeln wir das Kerlchen mal ab. Ha, ist ja praktisch, Ladewagen steht ja auch gleich nebendran, ne? Also optimal alles fast vorbereitet. So, einmal ankuppeln und dementsprechend direkt hoch. Halt, am besten vorzugsweise mal die richtige Abzweigung nehmen, weil da hinten geht's böse bergab, das wäre nicht ganz von Vorteil. So, dann werden wir nämlich mal unsere Kühe versorgen, können denen dann auch noch ein bisschen Stroh geben. Und ich habe gerade überlegt, wenn wir dann noch was übrig haben, das werden wir garantiert, können wir es vielleicht ja doch noch verkaufen. Mal schauen, vielleicht werden wir das doch noch mal reinsetzen. Aber wie gesagt, für die Kühe brauchen wir sowieso was. So, Sampo, was mit dir? Aha, Sampo hat ein Problem. Und zwar das Häuschen hier, oder macht er jetzt doch? Ach, jetzt doch, okay. Der braucht wohl nur einen Moment, um zu merken, aha, da ist wohl ein Häuschen im Weg. Ich fahre mal dagegen und dann gucken wir mal, ob ich weiterkomme. Wenn nicht, dann mache ich halt doch meine Arbeit. Hm, auch nicht schlecht. Okidoki, einmal Fahrstufe 3 rein. Und ich sehe gerade, wir sind bei 13 km/h. Ja, das könnte man eigentlich sogar fast so lassen, weil ein Ticken schneller als Sampo sind wir trotzdem. Und ja, dann machen wir das Feld im Prinzip auch gleich wieder per Einsaat weiter. Ich bin froh, wenn die Jahreszeit endlich vorbei ist. Ich habe keinen Bock mehr auf das dauernde Kräusper. Habe ich immer nur so im Winter. Und das, obwohl ich eigentlich regelmäßig trinke. Also zumindest Eistee und sonstiges. Nicht, dass ihr jetzt was Falsches versteht, ne? Aber irgendwie ist das trotzdem unangenehm. Bei uns hat es gestern sogar wieder geschneit. Vorgestern hat es geschneit, so rum. Ich muss jetzt gerade überlegen. Also für mich Aufnahmedatum gestern, aber ja, für euch beim Angucken vorgestern. So, der ist aber eigentlich jetzt auch schon wieder zu schnell. Das ist nämlich das nächste Problem. Bin jetzt noch gerade was am Überlegen. Ich habe nämlich noch eine Idee von euch bekommen. Da will ich doch mal schnell reinschauen. Ihr habt mir nämlich gesagt, macht das doch hier vielleicht einfacher. Kann zwar in Westbridge Hills, aber könnte man ja vielleicht hier auch für Bjornholm benutzen. Nämlich, ihr habt gesagt, guckt doch mal nach einem Schawada. Nee, mit einem Schwader könnte man natürlich das Ganze etwas beschleunigen. Wir bräuchten allerdings mindestens mal so einen in der Richtung. Der kostet 32.000 Euro, hat eine Arbeitsbreite von 12 Metern. Das ist natürlich cool. Allerdings, gut, im Moment sparen wir logischerweise zuerst mal auf unseren großen Drescher. Später wäre das vielleicht eine interessante Sache. Wobei man da natürlich auch überlegen muss, wir wollen ja mit dem Stroh hier nicht wirklich viel machen. Außer vielleicht unsere Kühe versorgen. Dafür holen wir uns später eine Ballenpresse. Also ich denke mal, für hier eher nicht geeignet. Für Westbridge Hills gucke ich mir das dann, wenn ich die aufnehme, entsprechend mal an. Da könnte das dann schon Sinn machen. So, hier tanken wir mal schnell ab. Aber ich glaube, hier für Bjornholm reicht das, wenn wir so ein kleines Feld entsprechend mal machen. Und dann ist gut. Ich sehe auch gerade, ich bin hier ein bisschen blöd. Ja, das will ich auch gleich mal ändern. Weil ich habe das hier, hoppla, ein bisschen ungünstig gestartet. Na, lässt mich mal hier durch. Ein bisschen ungünstig gestartet. Ich möchte mal gerne in den einsteigen. Nehmen wir kurz den Helfer raus. So, denn ich bin ja ein bisschen dusselig gewesen. Ist mir gerade mal aufgefallen. Mekvoragu und Martin haben mich beide immer schon mal darauf aufmerksam gemacht. Warum fährst du immer auf der kurzen Feldseite? Da muss der viel öfter drehen. Das ist ja eigentlich unsinnig, ne? Also, wenn wir das Ganze mal entsprechend ändern. Und werden hier auf der langen Seite anfangen. Deswegen wahrscheinlich auch das Problem mit dem Haus. Ne? Weil auf der langen Seite haben wir das einfach nicht. Dann können wir auch hier
mit dem Helfer arbeiten. Ich glaube, das ist angenehmer. So, dann geh du mal hier deinem Werk nach. Jetzt muss ich aber gucken, dass wir da oben entsprechend rauskommen, weil ansonsten stehen wir mit dem ein bisschen im Weg. Dann hat nämlich gleich beim Drehen das nächste Problem. Stellen wir den mal hier dann auf die Seite. Ich denke mal, hier ist es dann etwas besser. Da stört er auch nicht so. So, dann kann der nämlich da weiter hantieren. Und wir können dann mit unserem Stroh weitermachen. Gerade mal gucken, den Knaben haben wir da hinten stehen. Dann spurten wir mal schnell da durch. Ja, habe ich eben gar nicht dran gedacht. Ja klar, Haus, ne, schmale Feldseite, öfters wenden, Zeitverlust ist nicht effektiv. Und das von demjenigen, der eigentlich bei jeder Gelegenheit predigt für effektives und schnelles Arbeiten. Also ja, das war dann nicht ganz so optimal. So, und so kann er nämlich viel besser durcharbeiten, dann geht das auch einfacher. So, wir schalten hier mal wieder an, sammeln mal ein bisschen weiter Stroh. Aha. Gucken, dass ich hier richtig rumfahre. Ich glaube, jetzt lasse ich gerade wieder einen Haufen liegen. Das muss man dann gleich noch einsammeln. Mann, 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 Mann. So, dann können wir auch gleich mal den Test auf Exempel machen, wie es so schön heißt, ne? Und können dann mal schauen, ob das jetzt wirklich mit der Bienenzucht einfach geht oder ob ihr recht habt, dass das doch ein bisschen blöd war, was ich da gestellt habe. Ihr habt doch schon gesagt, also verschieben oder versetzen kann man einmalig platzierte Gebäude nicht. Das ist natürlich in dem Punkt blöd. Man sollte sich also dann ganz genau aussuchen, wo man das Gebäude hinsetzt. Und ja, ansonsten gibt es nur eine Option. Gebäude verkaufen und dasselbe Gebäude neu kaufen und wieder neu platzieren. Also da geht natürlich dann auch Kohle verloren, weil beim Verkauf gibt es ja nur so ungefähr die Hälfte noch. Bedeutet also im Klartext, ja, wenn ihr dann Gebäude schlecht platziert habt, dann habt ihr die A-Karte. Also von dem Punkt immer genau gucken, wo ihr die Sachen hinsetzt. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht ins Fettnäpfchen getreten bin und die Sachen noch einigermaßen sauber handeln kann. Denn die möchte ich eigentlich jetzt, auch wenn sie nicht so teuer war, aber trotzdem nicht zwingend einfach jetzt wieder verkaufen und dann nochmal neu kaufen müssen. Das wäre echt ein bisschen blöd. So, hier warten wir am besten erstmal, bis der gedreht hat. Dann hat er auch auf der langen Spur schon drei Reihen im Prinzip im Vorlauf. Dann können wir da gleich mit Stroh hinten dran hertigern. Das ist auch nicht übel. Und ich sehe gerade, wir haben schon 41% im Ladewagen. Für die Kühe reicht das schon dicke. Das heißt, den Rest können wir dann doch nochmal verkaufen. Bringt ja dann auch nochmal so 1, 2, 3 Euro. Ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt. So, hier natürlich jetzt mal schauen, ob ich die Kurve gescheit hinkriege. Das heißt, einmal hier reinlenken. Ja, ein bisschen gegenlenken. Hoch, diesmal habe ich es einigermaßen geschafft. Ich sehe gerade, die Spur ist nicht ganz so groß. Also ich habe wohl nicht mit der optimalen Breite angefangen. Aber nun gut, auch kein Problem. Da hinten, hinter dem Kartoffellager, sieht man schön den Raps, wie er so schön gelb blüht. Ach, da freue ich mich auch schon wieder drauf, ne? Wenn im Frühjahr dann die Felder alle wieder anfangen zu wachsen, zu blühen. Die ersten Felder sind ja schon wieder eingesät. Ja, bin mal gespannt, ob das Wetter auch dieses Jahr ein bisschen besser mitspielt. Letztes Jahr war es ja erst so lang trocken, dann war es so lang feucht. Also war ja nicht ganz so optimal für die Landwirtschaft, zumindest bei uns in der Region hier nicht. Ich weiß nicht, wie es in anderen Teilen Deutschlands war, das habe ich nicht so ganz mitverfolgt. Könnt ihr mal reinschreiben, hier die Profi-Landwirte unter euch, wie wart ihr denn so zufrieden mit dem Wetter letztes Jahr? Musstet ihr viel wässern? Weil ich habe gesehen, bei uns sind sie also ganz, ganz oft entsprechend mit den Bewässerungsanlagen da auf dem Feld aufgefahren. Das war dann schon ziemlich aufwendig und das kostet natürlich auch einen Haufen Geld, ne? Kommt ja auch noch dazu. Und genau, apropos, kostet Geld, wie ist das eigentlich? Es wird ja, glaube ich, an die städtische Wasserleitung angeschlossen. Es fällt ja nicht jeder mit einem, was weiß ich, 5000 Liter Wassertank übers Feld. Die Beregnungsanlagen, gibt es da Sondertarif für Landwirte oder wird es zum normalen örtlichen Wasserpreis abgerechnet oder wie funktioniert das da? Weil es sind ja tausende von Liter, also Kubikmeterweise Wasser, so rum, die da verballert werden, beziehungsweise aufs Feld gesprüht werden. Wie wird das eigentlich abgerechnet? Ja, könnt ihr mal reinschreiben, die Profis, die damit zu tun haben, würde mich echt mal interessieren, weil ich stelle mir vor, das sind doch Unsummen an Geld, die da im Prinzip durchlaufen. Und das ja, mindert ja auch so ein bisschen dann den finanziellen Ertrag. Also von dem Punkt, schreibt mir es mal rein. Würde mich auch mal interessieren. Ihr wisst, ich interessiere mich ja auch immer entsprechend für die, ja, realen Verhältnisse.
Und das wäre echt mal eine interessante Sache, weil man sieht ja so oft auf den Feldern, da wird viel bewässert und gemacht und getan. Aber ja, wie finanziert sich das Ganze eigentlich? Ne? Das ist halt so die andere Überlegung. So, kurz noch das einschalten. Dann können wir nämlich hier heute auf alle Fälle den ersten Ladewagen voll machen. Und ich denke mal, ja, bei den nächsten Feldern lassen wir die Strohablage wieder aus. Da können wir dann lieber nochmal ein Bäumchen fällen, wenn eine große Ernte ansteht. Dann gehen wir aber wieder an Tannen, versprochen. Weil, ja, Laubbaum war mal ein Wunsch von euch, aber nee, mache ich jetzt ehrlich gesagt so erstmal nicht nochmal. Vielleicht nochmal bei einem Test mit dem Häckseln, um mal zu gucken, was sich besser häckseln lässt. Wobei ihr auch schon gesagt habt, diese abgesägten Äste und die krummen Äste kann mit dem Häcksler auch ein bisschen Probleme verursachen. Gibt zwar beim Modhoster schon einen Häcksler, der wohl besser funktioniert, aber ja, also ich glaube, da selbst da sind, glaube ich, dann die Tannen auch besser geeignet. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu schreibt. So, hier haben wir den ersten Ladewagen gleich voll. Können wir den nämlich im Prinzip dann schon mal in Richtung unseres Kuhstalls bringen. 94, 95%. Okay, das sieht soweit ganz okay aus. Wir müssen natürlich ziemlich weit fahren. Deswegen sind wir jetzt auch schon voll damit. Perfekt. Ja, dann fahren wir mal in Richtung des Kuhstalls. Ich muss jetzt nur gerade gucken, vorzugsweise, wie wir da am besten hinkommen. Genau, wir fahren hier mal Richtung Bauernhof. Und am Feld 23 fahren wir dann gerade die Umgehungsstraße sozusagen runter. Dann haben die wenigstens auch schon mal ein klein wenig Stroh. Zumindest schon mal für die Erstversorgung. Halt hier noch nicht. So. Fahren wir hier mal rein. So. Und da geht nämlich dann entsprechend der Weg runter. Und ich denke mal, über den Weg kommen wir relativ schnell in Richtung des Kuhstalls. Kurz gucken, ob da einer kommt. Keine Lust, einen Unfall zu bauen. So, dann wollen wir mal hier raus. Und dann geht das nämlich einmal unten Richtung Feld 28 und bei Feld 28, da werden wir dann schauen, dass wir dann den Feldweg nach Süden nehmen. Ist ja auch ein ganz schöner Weg zu den Kühen runter. Da können wir uns den Kuhstall auch nochmal angucken. Bin ja auch mal gespannt. Da gab es ja auch sozusagen eine neue Vorrichtung, ne? Also nicht mehr den alten Gülletank, wie wir es gewohnt waren. Das sah aus, als ob das wie so eine Art Erdtank ist. Bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Nein, hier bin ich ja gar nicht richtig. Hilfe, ich bin gerade falsch abgebogen, Freunde. Da wollte ich ja gar nicht entlang. Boah. So. Okidoki. Einmal wieder zurück und einmal wieder auf den richtigen Weg. Ich muss ja am Feld 33 vorbei, weil ansonsten lande ich nämlich irgendwo in der Walachei. So, und da vorne, wo die Autos fahren, da muss ich links abbiegen. Da ist dann der richtige Weg. Hier mal kurz anhalten. Da links habe ich aus dem Augenwinkel einen ankommen sehen. Auch bis der da ist, sind wir durch. Können wir auch gleich losfahren. So. Wunderbar. Dann geht es jetzt einmal in Richtung Kuhstall. Ist ja auch ähnlich wie in Westbridge Hills im Süden, aber diesmal hier in Björnholm, ja, fast schon einen Ticken schwerer zu erreichen, muss ich sagen. So. Okidoki, da vorne ist es. Ja, Mistgrube gibt es natürlich noch nicht, weil, klar, wir haben noch kein Stroh abgegeben. Das werden wir jetzt gleich erstmal nachholen. So, einmal hier quer über die Straße. So, und da bin ich auch gleich nochmal gespannt. Aber bevor ich hier gespannt bin, müssen wir erstmal Freund Sampo abtanken. Denn der ist auch entsprechend schon wieder voll. Und wir wollen ja auch die Ernte vorantreiben. Oh, heute schafft er die nicht mehr komplett, aber er steht zumindest gut. So, wir uns mal hier drunter stellen passend. So, dann kann er da abtanken. Perfekt. So, wir sind hier unten. So, und auch das Stroh, denke ich mal, müssen wir da entsprechend einführen. In der Halle drin. So, und hier ist, glaube ich, dieser Gülletankanschluss, wenn ich mich richtig jetzt orientiere hier. So, und hier gucken wir mal. Das ist natürlich später für die Einstreuer optimal. So, unsere Kühe sind noch nicht da. Oh, was ist da? Was sind das für Anschlüsse? Das will ich mal kurz angucken. Was ist das für ein Anschluss? Ist das eine Kuhbürste? So, weiß nicht. Für was ist das?
Sagt mir mal bitte, für was dieses Teil hier ist. Das würde mich jetzt auch mal brennend interessieren. Habe ich so noch nie gesehen. Laufen da die Kühe drunter durch? Hat das für was ist diese Funktion gedacht? Das könnt ihr mir gerne mal reinschreiben. So, und hier gucke ich jetzt mal, wie ich das am besten hinkriege. Ich habe jetzt keinen Einstreuer. Ah, hier kann ich es abkippen. Ist natürlich mit so einem Ladewagen schwierig. Ah, oh, das sieht aber toll animiert aus. Wird überall gleichmäßig gefüllt. Oh, und da geht eine ganze Menge rein. So, jetzt haben wir, glaube ich, für 6 Tage alles voll. Wow, das sind knappe... Wie viel 1000 Liter? Ich will es genau wissen. Dumm. Wow, 9000 Liter Stroh. Okay, also da habe ich jetzt schon fast den Eindruck, ist der Verbrauch ein Tick höher geworden. Als im anderen Let's Play vom 2013er. Ach, hier ist auch nochmal entsprechend Einfülldruck. Da sind unsere Kühe. Hallo Kühe. Mal gucken, ob die sich verändert haben. Wie seht ihr aus? Aha. Kuh mit Euter und Hörner. Mhm. Interessant. So, das ist unsere Melkanlage. Der Milk Robot C2. Können wir da auch reinlaufen? Ja, wie geil. Ah, 4. 4? Okay, ich dachte 5. Okay, na gut. Also 4 Stutzen. Ich kenne mich bei Kühen nicht so aus. Mal gucken, hast du 4? Hast du 4? Ja, 4. Alles klar. Also, ist ein 4er-Pack. Oh, und die Kühe gehen gleich da rein. Die merken, da ist Stroh. Und Futter, mal gucken, vielleicht produzieren die dann auch bald schon die erste Mistladung, ne? Wäre ja super, aber ich finde das klasse, dass das hier so schön begehbar ist. Das sieht ja mal richtig cool aus. Ist, finde ich, deutlich besser gemacht als die alte Variante. Und das sieht echt aus, als ob die Gülle hier unten drin dann einfach versickern könnte, wie so eine Art Ablauf. Also würde das passen mit dem Gülletank hier. Nun gut, das war's für heute. Wir haben den Kuhstall noch ein bisschen näher kennengelernt. In der nächsten Folge fahren wir mit dem Ladewagen wieder zurück, müssen den Sampo natürlich noch abtanken. Zu dem gehe ich aber jetzt nochmal hoch. Da muss ich ja noch das Helferlein rausnehmen. Obwohl, der ist auf der letzten Spur. Gucken, nimmt der alles mit? Ja, der nimmt alles mit. Dann würde ich sagen, warten wir jetzt noch die 3,78 Sekunden, bis der durch ist, weil dann haben wir die Ernte nämlich abgeschlossen. Und dann können wir uns in der nächsten Folge direkt an das restliche Stroh noch machen. Ich würde sagen, das ist ja nicht mehr so viel. Das haben wir auch relativ schnell eingesackt. Und dann kann es direkt an die neue Einsaat gehen. Dann haben wir das auch in einem Schwung durch. Das kriegen wir in der nächsten Folge ganz locker durch. Und wir kommen natürlich entsprechend auch wieder der ganzen Geschichte einen Schritt näher. Sprich unserem Case. In diesem Sinn sage ich danke fürs Zuschauen. Das war's für heute. Bis morgen. Servus und tschüss.